Gesellschaft auch weiterhin geprägt sein wird durch große Gemeinsamkeiten. Sie spricht nicht über ihre Kunst, sie sagt alles durch die Kunst. Und deshalb erhält die Berliner Künstlerin Lisa Gensken in diesem Jahr den Kaiserin der Stadt Goslar. Die 68-Jährige gilt seit mehr als 30 Jahren, vor allem international, als eine der wichtigsten und einflussreichsten deutschen Künstlerinnen der Gegenwart. Sie soll den Kaiserin am 7. Oktober in Goslar entgegennehmen. Er wird seit 1975 jährlich verliehen und gilt als einer der weltweit bedeutendsten Kunstpreise. Andreas Dock will seine künstlerische Ader auch gerne stärker ausleben. Und nur eine Übung heißt es. 4000 Soldaten, 87 Panzer und weitere Militärfahrzeuge werden über Bremerhaven nach Osteuropa transportiert. Ich denke, das hat sich im Laufe der Jahrzehnte so entwickelt, dass die Amerikaner gute Erfahrungen mit Bremerhaven gemacht haben und mit den Einrichtungen, mit den leistungsfähigen Einrichtungen hier am Hafen. 400 amerikanische Soldaten werden vorübergehend in niedersächsischen Gahlstedt untergebracht. Nachdem die drei Frachter entladen sind, geht es dann Richtung Mittel- und Osteuropa. In 12 Tagen soll die Verlegung.